Willkommen zurück bei dem Zuschauer bei Twilight 2 Angriff der Goblins. Und wir dürfen jetzt eine lustige Lorenfahrt unternehmen. Entweder kommen wir irgendwo an oder wir sterben elendlich. Das werden wir aber gleich herausfinden. Und wir müssen den Hebel dabei gedrückt halten. Sonst hört die Lore auf zu fahren. Ja, ab durch die Schwitz. Hä? Wow. Ups. Wir sind gerade gestorben, oder? Ah. Ach nee, hier kommt jetzt alles an, oder? Ja, stimmt ja, wir können euch herumschleudern. Haha. Ha. Da ist Goblin. So ähnlich. Und da ganz toll. Ah, Wiederbelebung. Sehr schön. So, wo bist du jetzt, du Würm? Da bist du. Oh, wir haben was in die Luft gejagt. Kommst du her? Versteckt er sich wie eine Pussy. Genau, jetzt bist du weg. So. Ah, toll, das hier ist ein Ventilator. Autsch. Hm. Das heißt, wenn ich hier dran drehe... Hm. Naja, bringt nicht wirklich was. Aber nun haben wir endlich den Weg hier runter, oder? Nein, Brücke ist zu klein. Und die Brücke ist ja leider kaputt. Warum hast du dich da jetzt nicht festgehalten? Du hattest doch eingehakt. Ja, das Spiel trollt mich. So, jetzt halte ich aber fest, ich will die Erfahrung haben. Oder wenigstens ein Teil der Erfahrung. So. Jetzt will ich da rüber. Ich habe die Erfahrung gekriegt, wenigstens etwas. Okay, wenn unsere Diebin zu unfähig ist, muss man der Ritter ran. Ja genau, sogar der kriegt das besser hin. Was ist hier unten? Hier sind ein paar Erfahrungsfiguren. Und da ist Eis, das wir schmelzen müssen. Ah. Ein wenig kühl hier. Sehr schön. Wir haben das Eis geschmolzen. So. Und mal wieder eine Kiste. Hm? Was haben wir denn? Ein Sammlergedicht. Finden wir ein Boot und segeln wir fort. Mit dem Luftschiff hin zu anderem Ort.
Ich will dir zeigen, Meere auf dem Mond. Die Lagune, wo die Liebe wohnt. Nichts gibt es, was mich so sehr ruft, wie mit dir höher, höher in die Luft. Aha, ganz toll. Okay, das hier war nur ein Secret. Mach uns mal hier schwerelos. Na. Oder auch so. So geht's auch. Okay, jetzt brauche ich eine Idee, wie es weitergehen soll. Muss ich hier den Ventilator aufziehen wahrscheinlich? Ja, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich gerade die Sicherung rausgehauen? Ja, so ähnlich. Sehr schön, und so komme ich auch an die Erfahrung noch ran. So, und wieder höher. Ah, mit dem Schiff komme ich schneller nach oben. Level up. Bringt mir so rein gar nichts. Monsterkerker, das wird sicherlich noch lustig. Oh, eine Hütte. Hallo. Die Maschine könnte helfen. Sie hat Flügel aus Metall. Sieht nicht gerade funktionsfähig aus. Noch nicht. Mal sehen, ob wir das nicht ändern können. Ja, ich hoffe, das haben wir gerade geändert. Heilige. Was zur Hölle ist das für ein Ort hier? Autsch. Ah, das war nicht so gut jetzt. Ach du lieferst Kisten. Okay. Klappt so nicht wirklich. Das klappt auch nicht. Autsch. Okay, das hier ist jetzt wieder Tüftelarbeit. Das ist, wir können den Ventilator nehmen. Nein, wir brauchen wirklich den da oben. Die geht diesmal nicht kaputt. Das jedes Auge trifft doch das blöde Seil. Also. Genau, dich brauchen wir nämlich noch. Würde ich mal meinen. Oder? Müssen wir dich nicht hier irgendwo draufsetzen? Kam es mir so vor. Oh,
Aua. Nichts versiegt werden. Das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Das ist für mich falsch. Hier können wir nichts machen. Ah, okay. Und den Propeller dann hier drauf. Hm? Ja, ist so. Nehmen wir Kurs auf die berühmten Wolkeninseln. Die wollte ich schon immer mal sehen. Fliegen mit Maschinen? Das ist einfach wieder natürlich. Wer sagt, dass wir nicht zu Tode stürzen? Oh, Margaret. Ja, auf zu den Wolkeninseln. Während die Helden zu den Wolkeninseln flogen, sorgten die Koboldschergen sich wegen eines rätselhaften Lichtscheins, der plötzlich aus dem Nichts erschienen war. Er umgab die entführte Margaret wie das Licht des alten Weibs, das in den alten Koboldlegenden auf die Erde kommt, um ungezogene Kobolde zu züchtigen. Ach du Heiliger, die verdrischt jetzt die Kobolde. Angst davor! Wer denn? Alle, mein König! Wenn es uns nur tötet! Nur ein Trick! Vergesst es! Und die Maschine? Sie ist bereit. Wird die Stadtmauern durchbrechen und die Burg. Gut. Nichts kann uns jetzt mehr aufhalten. Hättet ihr nur mich fliegen lassen? Wie kommen wir jetzt wieder nach unten? Darum kümmern wir uns, wenn die Kobolde besiegt sind. Frisch ans Werk. Oh, das hier sieht da auch wieder schön aus. Und da geht's runter in den Tod, würde ich sagen. Also, weiter im Text. Oh, mal wieder garstige Ranken. Und fliegende Festungen, hä? Bist du da oben was Besonderes oder bist du einfach nur zum Festhalten? Du bist wohl einfach nur zum Festhalten, hä? Oh, ein bisschen Erfahrung. Und wieder hoch. Hm. Eispfeil. Hoch auf die Scholle und rüber. Das sieht ulkig aus mit dem fliegenden Feston hier im Hintergrund. Ich dachte bloß, ich kann das Ding bewegen, Tatsache. Und die hier, die machen wahrscheinlich, was sie wollen. Die werden wohl elektrisch in der Bahn gehalten, ne? Ja. Oder so ähnlich. Okay, kann das sein, dass die langsamer fliegen, weil ich auf ihnen draufstehe? Ja, scheint so. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ich glaube, so geht's schneller. Na, komm mal hier hoch, du. So. Puh. Das war jetzt knapp. Na, stürz ab, ich will die Erfahrung gar nicht. Ich brauch's ja auch gar nicht. Was zur Hölle ist das? Böse Kobold-Teufel. Ein Kobold-Schamane. Da, Explosionsfall. Und du da. Ey. Komm. Her. So,
Weg mit dir. Oh, ein Gewichtsrätsel. Was war das? Eine Blitzwolke? Die Helden mussten aufpassen, nicht geröstet zu werden. Ja, definitiv. Hopp. Nichts mit Hopp. So, dann würde ich irgendwie verschieben, dass du uns nicht mehr Aua machst. Selbst mit dem Fass blitzt du noch rein, ne? Kaum Metallmagnetisierung. Das Ding ist aus Metall, oder? Nö. Und abschießen können wir dich auch nicht, habe ich recht? Nein. Gut, dann würde ich sagen, hier geht es erst in der nächsten Folge dann weiter, wenn wir versuchen, über den Blitzsee zu kommen. Also bis dann.